Ich begrüße euch ganz herzlich hier aus Fulda aus dem ICE 1 und zwar zu diesem Tutorial, wie man die Baureihe 401 aufrüstet. Dafür setzen wir uns einmal in den Führerstand rein und sehen, der Fahrtrichtungswender ist in Vorwärtsstellung, Stromabnehmer ist unten, Hauptschalter ist aus. Was machen wir? Wir werfen einmal den Stromabnehmer hoch. So, da sehen wir hier oben, hier vorne wird der Stromabnehmer gehoben. Und hinten ist er ebenfalls oben. Das passt soweit. Danach können wir den Hauptschalter hinterher schmeißen. Dazu einmal diesen Schalter hier nach vorne gedrückt. So, da sehen wir es. Hauptschalter ist jetzt ein. So, ne? Na doch, bleiben wir bei dem Display. So, der Hauptschalter ist an. Jetzt kommen die Lüfter. Genau, man hört es. Dann, was wir uns auch dann noch machen können, wie wir die Sicherungssysteme einschalten, das wäre dann einmal der PZB-Störschalter, den müssen wir jetzt einmal drücken, sodass das Licht erlischt. Die PZB ist jetzt an, genauso dem LZB-Störschalter, das Licht erlischt und die LZB ist an. Wir haben auch gerade die Schnarre gehört. Was wir dann auch noch machen können, wir können uns die AFB anmachen, dazu einmal hier drauf gedrückt. Und dann können wir uns die AFB hier schrittweise einstellen, ja, praktisch in 1 Kilometer Schritten, beziehungsweise in 1 km/h Schritten, können uns dann, weil wir jetzt direkt in der LZB sind, das sehen wir hier an dieser Leiste, können wir auch direkt die AFB nach ganz vorne schieben, den Regler. Dann müssen wir noch den Bremsschlüssel hier entriegeln, sodass wir theoretisch fahren können. Wir sehen, das Signal zeigt auch schon Fahrt. Wir lassen aber die Bremsen erstmal noch angezogen, weil wir die Türen freigeben müssen, und zwar auf der rechten Seite. Dazu einmal den Türwahlschalter auf rechts entriegeln gesetzt. Wir sehen, die Türen öffnen sich. Dann müssen wir noch warten hier, bis einmal die Uhr da vollgelaufen ist. Wir können uns ein bisschen hier in Fulda nebenbei umgucken. Da vorne haben wir noch ein ICE3, der da gerade einfährt. Und hier unser wunderschöner Zug. So, was fehlt? Wir können in der Zeit noch die Beleuchtung umstellen. Dazu wieder zurück in den Führerstand gesprungen. Da dann einmal die Haupt- und Instrumentenbeleuchtung ein. Und das Ganze dann hier auf Spitzensignale normal. Zack, haben wir vorne dreimal weiß. Können noch an dieser Stelle hier einen Screenshot machen. Und gucken noch, wie der Kollege hier einfährt nebenbei. Genau. Dann können wir jetzt die Türen zumachen. Geht auch mit der Taste U. So, wir haben jetzt hier an dieser Stelle gesehen, die Leuchten sind erlischt. Wir können uns theoretisch jetzt hier noch nach hinten drehen und uns die SIFA anmachen, indem wir hier den SIFA-Störschalter auf eindrücken. Ich lasse die SIFA aus. Dann müssen wir als nächstes nur noch die Bremsen lösen. Und abfahren. Lüfter gehen an. Und Leistung kommt jetzt. Genau, wir können die Leistung schrittweise ein wenig erhöhen. Vorbei am Signal. Das K steht für Kassel-Wilhelmshöhe. Und so haben wir es geschafft, unseren ICE aufzurüsten. Und können jetzt ganz entspannt in Richtung Kassel fahren. Das war's auch schon. Das war nur ein Tutorial. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch wie immer alles Gute, alles Liebe.